Und damit einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Episode von The Last of Us Part 1. Vielleicht ist es gerade Morgen anstatt. Für mich ist es gerade Morgen und ein neuer Aufnahmetag. Und wir sind hier in der Natur am Land. Was kann hier schon Schlimmes passieren? Hoffentlich nicht allzu viel Schlimmes, wie es in der Stadt gewesen ist. Aber es ist ja immerhin The Last of Us. Irgendwas Doofes kommt garantiert. Okay, die alte Brücke, altes Auto. Das schauen wir uns natürlich etwas genauer an. Oh, neues Spielzeug. Okay. El Diablo. Geil. Übrigens, ich muss euch mal ganz kurz was zeigen im Menü. Und zwar gibt es hier Extras. Kann man hier die Render-Modis später mal ändern, wenn man denn möchte. Zum Beispiel 8-Bit-mäßig. Da muss man aber die Hauptstory freischalten. Aber was ich noch ganz witzig finde bei den Gameplay-Modifikationen, da kann man sich die diversesten Cheats und Audio-Einstellungen noch geben, wenn man denn möchte. Naja, okay, wir gehen mal... Oh, Moment, Hoodies. Das kann ich ja nicht liegen lassen. Tja, so viel dazu. So was? Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Ja, komm, geh halt einfach runter. Ist es jetzt zu schwer da runter? Ja, okay, es ist, glaube ich, zu schwer da runter zu gehen. Dann gehen wir halt hier runter. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war Seit dem es? Bach haben sie echt geil gemacht. Letzten Treffen. Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Ja, das wird dann ein freundliches Wiedersehen werden. So wie das aussieht. Ich wette, auf der anderen Seite hat es bestimmt was gehabt. Aber da gehe ich jetzt nicht rüber. Ich glaube sonst... Da ist ein bisschen unglücklich mit mir. Wow, oh, wow. Du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Mit einer Turbine wird das gemacht. Okay, aber das sieht nur weitestgehend intakt aus, bis auf seine Rohre auf der rechten Seite. Also ich würde da noch irgendwie Strom produzieren, wenn es denn irgendwie gehen würde. Mit Ersatzteilen sieht es dann ein bisschen schlecht aus. Okay, mal da rein. Ah, es wird jetzt eine Messertür. Oh ja, das nutzen wir. Wieso haben wir nur einen Schuss für das Ding? Haben wir für den... Nein, für den einen Revolver haben wir mehr Schuss. Gut ist. Pfeile. Gleich mehrere. Her damit. Oh ja, Munition für die neue Waffe. Sonst noch Goodies? Explosiv sind wir wieder voll. Ich hätte gerne ein paar Messer. Vielleicht haben wir jetzt zwei. Zwei Molotov-Cocktails. Okay, das war's. Schade. Kannst du bitte den Bogen ausrüsten? Ich will mir mit dem ein bisschen mehr arbeiten. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber.
Ja, die Frage ist, was ist, wenn wir einfach von der anderen Flussseite rübergehen? Ansonsten sehe ich jetzt da keinen Weg. Mal hier rauf kann? Ja. Ja, okay. Andere Flussseite. Du kannst dann erstmal hier warten, weil schwimmen ist ja eh nicht. Sofern da ein Weg überhaupt rüber geht. Ansonsten wäre da unten... Ja, ich glaube, da wir da nicht rüber können. Nee. So, hier runter. Ja, das sieht noch ein Weg aus, wo man rübergehen könnte. Jetzt bloß nicht wegtreiben. Komm, geh doch weiter. Ach. Okay, andere Stelle. Also ich werde da jetzt rübergegangen, aber okay, dann gehen wir halt weiter nach hinten. Bis aus können wir darüber. Er geht nicht weiter. Das ist also nicht die Lösung. Ich kann das nicht überqueren. Was habe ich dann übersehen? Da geht es auch nicht weiter. Mann, das wäre doch so einfach, darüber zu gehen. Und da oben ins Wasser reinzuspringen, halte ich auch für eine blöde Idee mit der Strömung. Okay, da ist ein bisschen Schrott drin. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Rüberschwimmen oder nicht rüberschwimmen? Ich mach's mal. Ich überleg mir was. Warte hier. So viel zur Strömung. Ja, beziehungsweise kommst du hier einfach rauf? Also da so an der Kante hoch und... Ach komm, das wird doch gehen. Ja, dann halt nicht. Weiß. Löse die Holzpalette vom Gebäude unter Wasser. Oh. Okay, danke. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht so schnell gekommen. Aber wie soll ich denn das lösen? Muss ich da irgendwie reinschwimmen dann? Okay, erstmal nach oben. Okay, wir schwimmen da rein. Also das mit den Hinweisen, das finde ich schon super, dass sie das machen. Weil das wäre jetzt da, glaube ich, schon ein bisschen fies. Wo sich der ein oder andere etwas länger suchen würde. Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Du könntest auch mal schwimmen lernen. So schwer ist es gar nicht. Kommst du? So, auf da. Wunderbar. Und ja, los, geht wieder retour. Und wieder glitschnass, ey. Bis das wieder trocken ist. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Teamwork. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Du lässt mich hier so stehen? Okay. Schon verstanden. Sorry. High five. Das dauert 5 Sekunden.
ich hab Hunger. Ich weiß, hab ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss man glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut. Sonst sind sie mehrere Wege. Haben wir hier Goodies? Aha, ein altes Lager. Naja, immerhin ein bisschen Zeug. Oh nee. Oh mein, wie süß sie wie. Ich hab vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Es ist irgendwie niedlich und traurig zugleich. Ach, Mann. Tommy. Jetzt wäre man da jetzt nicht runtergegangen, hätte man das gar nicht gesehen. Na gut, zurück zum Hauptweg. Ja, ich glaube, da ist schon länger nicht mehr gefahren. Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Security Facility now under Federal Control. Ja. Okay, ja, mach den Blick weg da. Hier wurde versucht einzudringen. Was so semi-gut funktioniert hat. Oh ja. Was? Nein, ich wollte nicht. Oh. Explosivstoffe. Komm, einmal sowas produzieren. Dann kann ich das mitnehmen. So, du wieder auf dem... Oh, was ist das? Okay, North Titan Power Network. Okay, wie es angeschlossen ist. Muss ich mal das später vielleicht noch brauchen werden. Wir nehmen es zumindest mal mit. Ja, haben wir hier noch was? Nö. Und, bist du zu? Ja, war ja klar. Oh! Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Ja, das ist doch besser gelaufen als gedacht. Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. Echt? Hier in der Pampa? Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Das ist eine sehr gute Idee. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Ja, das meinte ich mit den Ersatzteilen. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Was machst du? Einen Nagel rausziehen? Ja, er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Oh. Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt?
Winston. Ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, dann gehen wir nach Hause. Oh, so süß. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Ich habe das nur so ganz vage noch in Erinnerung, aber ich glaube, hier passiert ein Angriff. Ja? Was machst du hier? Und dann ist die Kacke am Dampfen. Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Warum habt ihr euch da hinten eingesperrt? Du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden. Ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Ja, aber eigentlich habt ihr eigentlich ganz nett hier. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass wir es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Was, erst eine Woche? Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Oh, seine Tochter. Möchtest du reinzoomen? Okay, ja. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Ja, ich bin schon mal sehr gespannt zu dem, was er sagen wird, wenn er die ganze Story kennenlernt. Jetzt irgendwie... Nee, okay. Hätte ja sein können, dass wir hier in die Tür rein können. Wenn du da nach rechts gehst, gehe ich da nach links. Aber dann hat sie bestimmt Loot. Ah, ich hab's doch gewusst. Ich hab 150. Was? Wo hab ich denn so viel gekriegt? Und Munition. Geil. Okay, was können wir mit 105? Maximale Gesundheit finde ich immer voll super. Schwankende Waffe. Heiltempo. Ich mach mal das. Okay, geil. Mehr Gesundheit. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, jemand könnte so leben? Viel Glück dabei, dass das wieder funktioniert. Aber die dreht sich wenigstens. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Das Kraftwerk wieder läuft. Aber interessiert den trotzdem hin. Hm? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Na, vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Oh. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, braver Hund. Der reagiert nur ein bisschen sehr komisch. Das ist ein sehr komischer Hund. Goodies. Mitnehmen. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um 1 Million, es geht. Klar, ich verdopple.
Wir sind fast fertig. Aber braucht das Kraftwerk nicht mal Initialstrom, damit es funktioniert? Oh, geil, Verbesserung. Chemistry. Okay, was wird verbessert? Auch Bomben halten länger. Upgrades. Ja, bitte. Okay, dann an die Arbeit. 83. Okay, unser neuestes Spielzeug. Das glaube ich war das, ja. Nachladetempo. Nachladetempo, Feuerrate. Kapazität. Streuung. Tun wir das mal verbessern mit Nachladetempo. Ich brauche halt 4 von diesen Tools. Da habe ich irgendwo eins übersehen. Na, fertig? Kostet 25 plus 20. Ja. Achso, ich brauche 3. Kann ich nicht mehr machen. Okay. Bei den großen Wummen. Ziehtempo, Nachladetempo. Ich dachte mal, das Nachladetempo. Reichweite wäre auch geil. Machen wir das mal. Okay, eins zurück. Sonst etwas. Kapazität bei der Schrotflinte. Naja, warum eigentlich nicht? Okay, einmal sauber machen. Oh mein, ein Platz für eine Kugel. Wow. So geht es doch. So, Tommy, ich werde nochmal fertig. Bist du eigentlich? In was genau? Ich frag nicht weiter. Mehr nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Das ist dann also okay. Die Generatorhalle. Das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon. Drück drauf. Es geht los. Oh, wir haben Strom. Geschafft, Jungs. Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Na, siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. 2 Millionen? Okay, Joel. Reden wir. Ja, warte mal. Bevor wir das machen, will ich mich hier kurz umsehen. Ist ja keine Goodies oder sowas hier. Ja, doch. Sowas, aber das ist jetzt nicht gerade wertvoll. Ansonsten haben wir hier noch mehr. Was ich mir wohl denkt, ne? Das will er reden und jetzt laufe ich hier rum. Okay, Munition. Ja, bitte. Hä, Moment. Firefly-Ding. So, oh ja. Jetzt haben wir Upgrade-Werkzeugs. 25. Boy. Und was haben wir hier draußen? Gar nichts. Okay. Okay, ich bin auf dem Weg. Ist das schlau, was du da machst, während das Ding arbeitet? Naja, ihr seid schon die Profis. Tobi, ich bin gleich da. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder.
Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich bitte. Weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Ich hab's doch gewusst. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Mist! Räuber! Ja. Haltet sie auf! Oh. Lass sie nicht ins Gebäude! Ah. Ist das eine gute? Nee. Fuck. Mann, der Style hat nur einen Schuss. Okay, wie gehen wir nach oben? Wo ist der? Okay, aber ein Schuss und es tötet. Na, komm her. Schau mal her. Wir müssen los! Fuck, sorry. Ein Schuss noch. Stirbst du? Okay, nice. Tommy, gib mir Deckung. Vorsicht! Ist ja noch einer. Oder bist du... Bist einer von uns? Ich glaube, ich bin einer von uns. Du warst keiner von uns. Alter. Bist du tot? Jetzt bist du tot. Könnt ihr etwas sehen? Da sind sie. Los, schnell zur Brücke. Oh, noch so ein Plan. Tommy, Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch, bleibt nur. Wir sind hier, Ellie, versteck dich. Maria, oh verdammt. Alter, wie sind die so schnell reinkommen? Okay, wir gehen mal auf die Waffe. Achso, scheiße, ich hab nur einen Schuss. Oh no. Schrotflinte. Hey, Moment. So. Wo schießt der? Geht doch unten auf jeden Fall. Und da hinten. Kämpfen auf dem Weg. Na los! Da doch nochmal her. Ja, Schrotflinte ist auf Distanz einfach scheiße. Oh,
Heilung. Nein, ich will Heilung. Fuck. Ah, stimmt. Wir gehen auf den Revolver. Wenigstens schießen meine Kollegen ab und zu mal. Fuck. Alter, dreimal ist er jetzt getroffen worden. Wir haben alle erledigt. Wir wollen doch nur unser kleines Kraftwerk haben, damit sie den Strom haben. Wir müssen zu den Frauen. Ich bin schon da. Gleich da. Joel. Warte mal. 21 Schuss. Ist das einer von uns? Schießt du zu uns? So, sonst noch einer? Fuck. Ich brauche ein Medikit. Zum zweiten Mal. Tommy? Maria! Alles okay. Die Kleine ist hier. Das war verdammt knapp. Ah, und wieder keine Munition. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Einer reicht. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Was? Komm mit. In der kurzen Zeit? Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Alter, warum? Warum ist sie jetzt einfach weg? Da sind Spuren. Ja. Na komm. Komm. Mann, das ist jetzt so simpel. Warum einfach weggehen? Und das in... naja, okay. Das ist so einer der Momente, die jetzt weniger viel Sinn macht in dem Spiel. Sie kann noch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Boah, ist ja voll die schöne Gegend hier. Hier geht's nicht weiter.
Ja, raus. Wo kommen sie lang? Na, vermutlich da lang. Hufspuren. Sie muss in dem Wald sein. Ellie, was soll das denn bloß? Okay, aber da geht's. Ist sie da runter? Da. Spuren. Na los. Komm. Naja, stress mal das Pferd nicht. Geht ein bisschen nach unten hier. Ellie, wo bist du? Okay. Holy shit. Na toll. So viele. Ich geh ran. Ich geb dir Deckung. Mann, Ellie, alles nur wegen dir. Oh ja, Munition, danke schön. Wow, 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 wow. Alla. Von wo? Ach, von da hinten. Ah, Mann, ich hab nichts, was... Und von da. Alla. Achtung! Oh! Arschloch! Alla. Okay. Medikit. Anfertigen. Dankeschön. Gott sei Dank. Ich habe doch ein paar Sachen gesammelt. Okay, los! Okay! Los geht's! Fuck, kann man nicht tun. La. Noch einer? Lass mich raten, ja, da oben. Ja, geil. Das ist die falsche Waffe für sowas. Lol. Oh ja, Munition. Du Mistkerl! Wo ist das an? Nice, ich mag die Waffe. Das waren alle. Sicher? Komm, zu den Pferden. Naja, warte mal. Erstmal will ich da Munition sammeln. Sofern möglich. Und dann noch mal auf die andere Seite. Nee, ich schau mir das jetzt nicht an. Ich will jetzt erstmal schauen, ob ich hier Munition noch irgendwie grabben kann. Mann, die Waffe liegt halt da, aber ich konnte sie nicht nutzen. Oh, immerhin. Was haben wir denn so Schönes in dem Haus hier? Ranger Station. Naja, auch Goodies. Mach Waffen. Ranger hat doch immer irgendwo Munition rumliegen, oder nicht? Kann das Nachbargebäude ausprobieren. Eingang. Kein Eingang. Okay, komm ich nicht rein. So, Tommy, ich komm mal. Hier unten haben wir ja auch keinen übersehen, oder? Die ganzen guten Waffen. Na gut. Okay, na los.
Und Ellie hat es ohne alles einfach da durchgeschafft und die sind ihr nicht hinterher. Na komm! Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Ja, so ein kleiner Anschiss wird es auf jeden Fall mal passieren für diese Aktion hier. Das ist absolut unnötig. Die Ansicht, das wäre ein Porträt wert. Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Sieht sicher aus. Macht es Sinn, dass ich da hin... Nee. Okay, Ellie. Wir müssen reden. Da ist ja vermutlich nur Ellie hier drin. Ellie? Ellie? Aber ich muss sagen, schönes Ranchhaus hier. Ich bin hier. Oh, Herrgott. Aber wenig ich zum Bluten. Ihr solltet ja, euch mal unterhalten. Ja, ganz dringend sogar. Na, oh Mann, was echt? Ich bin doch voll. Oh, da. Wenigstens ein bisschen was. Boah, so eine mega fette Küche, das wäre schon geil. Ich meine, die Küche, was ich jetzt habe, das ist eh auch schon größer. Aber so eine große Küche. Okay, hole die. 10 Pillen. Nehme ich gerne. Ja, da war ich schon. Wieder so ein Comic. Den kriegst du jetzt aber diesmal nicht. Nach dieser Aktion da. Und das Bett sieht eigentlich noch halbwegs gut aus. Ist das hier schon so lang keiner mehr gewesen ist? Oh ja. Immer her damit. Beziehungsweise, Medikit. Okay, hätte mal wieder ein paar Sachen produziert. Dann kann ich das hier wieder mitnehmen. Dankeschön. Ja, auch ziemlich geräumig hier. Ich will die Badewanne austauschen. Fällt mir jetzt nicht so, aber ansonsten nettes Bad. So, Ellie, in welchem Zimmer bist jetzt du? Ich gehe mal hier rein. Noch ein Bad. Also wie viel Bäder braucht man? Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie.
Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Ach Mensch, muss das jetzt sein? Na, wo ist er? Hey, der ist doch dahinter, oder nicht? Okay, machen wir es mit der Waffe. Nee, tauschen bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hast du Munition für mich? Wieso könnt ihr uns jetzt einfach in Ruhe lassen? Ja, genau. Na? Ist da draußen jemand? Nee. Da hinten. Mann, Mann! Es ist vorbei. Los, Fuck. Zugreifen! Wobei, ich sollte mich heilen. Sonst gehe ich da unten wieder drauf. Ja, Moment, wisst ihr was? Beeil dich! Geil. Superradar, da hinten. Okay, los, gib mir Deckung. Da komm her. Komm raus da hinten. Nicht verlieren. Wer ist hier, du? Nice. Und der hat auch Munition für mich. Oh, da ist noch einer da hinten. Ah, wie schaut's aus mit einem Molotow-Cocktail da hinten? Hahaha. Noch einer? Ich glaube, das war's. Okay, alles sauber. Alter, wie ist denn zerfetzt? Gehen wir raus zu den Pferden. Ja, gleich. Ich nehme erstmal Munition mit. Hab wieder dezent viel Munition verloren. Mann, so ein Scheiß. Alles nur wegen dir, Ellie. Das war ein sehr teurer Ausflug. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Hm.
Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.